Willkommen zurück zum vielleicht finalen Part von Metroid Prime. Ich hab's auch schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß nicht genau, wie ich es handhaben will, vor allem weil ich noch nicht genau weiß, wie es kommt. Wir haben auf jeden Fall den Einschlagkrater freigeschaltet durch den Sekiro Meta Relay, den wir, fällt mir gerade ein, vergessen haben zu scannen. Und jetzt fehlen uns noch die ganzen Items, die Upgrades. Was aber auch Sinn und Zweck ist, da damit ja auch nur ein Ende freigeschaltet ist, wenn man unter 75% hat. Wo wir momentan mit den 66% noch stehen. Nun weiß ich nicht, was uns im Einschlagkrater alles erwartet. Oder was besser gelingt, ob jetzt der Weg oder der finale Weg. Wenn wir alle Items haben. So oder so nehme ich den jetzt auf und zeig's euch. Wenn jetzt beim Einschlagkrater noch eine ganze Menge kommt, dann schalte ich den direkt hinter dem Part mit dem Sieg über Meta Ridley. Wenn nicht, kommt er am Ende. Oder ich nehme den mit 100% Items. Entscheide ich dann spontan. Gucken wir aber jetzt erstmal, was uns im Einschlagkrater erwartet. Einschlagskrater, entschuldigt. Die Musik ist auch auf jeden Fall cool. Speicherstation. Speichern wir einmal kurz, kann ja nicht schaden. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ab wann der Bosskampf beginnt, denn ich weiß nur, dass er hier unten stattfindet. Achso. Nicht schwer zu erkennen ist. Ach, scheinbar können wir auch wieder hier raus. Ist ja auch logisch mit dem Speicherpunkt. Ansonsten hätte ich gerade ziemlich einen Mist gebaut. Eingeschränkte Daten über unbekanntes Material verfügbar. Material ist hoch radioaktiv, selbst kurzzeitiger Kontakt ist extrem gesundheitsschädlich. Die mutagenen Eigenschaften übertreffen die von Phasen um 86%. Wenn nicht abgeschirmten Lebewesen, die sich unter der Indexstufe P befinden, führt diese Strahlenkonzentration innerhalb von wenigen Sekunden zum Tod. Ich würde das so übersetzen, dass selbst ist das. Oh, neuer Eintrag. Lumigek, Reptil mit starken Anreicherungen von Phasen. Dieser Ureinwohner von Talon 4 sammelt sich in Schwärmen, um seine Überlebensfähigkeit zu steigern. Da er Phasenstrahlung darauf dann in hohem Maße aufnimmt, ist er selbst zu einer Strahlungsquelle geworden. Daher stellen die Schwärme eine große Gefahr dar. Scheinbar, soweit ich es richtig verstanden habe, ist das Zeug jetzt selbst für uns gefährlich. Und ohne den Phasen-Suit werden wir komplett aufgeschmissen, wenn wir das berühren. Das sieht ja alles sehr organisch aus, finde ich. Oh, und das ist ein Spalt Metroid, oder? Wie viele Missiles tanken die? Ach, jetzt machen die Missiles gar keinen Schaden. Ich würde sagen, ich ignoriere die größtenteils. Ich will jetzt auch nicht zu viele Missiles und Co. verschwinden. Und falls ich Probleme habe, ich glaube, Metroids sind jetzt ziemlich anfällig gegenüber Powerbomben, setze ich eine Powerbombe ein, um alle loszuwerden. Jetzt erstmal hier hoch. Ich habe irgendwo auf der Karte eine rote Tür gesehen, weiter oben. Oh nö, wir wurden jetzt nicht von einem Metroid runtergestoßen, oder? Ich dachte, die Dinger krallen sich nur fest. Ich versuche die größtenteils zu ignorieren. Wie gesagt, auf den Kampf will ich mich jetzt eigentlich nicht einlassen. Da kann ich ja im Zweifelsfall nur den... Ah, nein, der ist das Eis. Okay, das ist genau ein Fall für eine Powerbombe, wie ich gemeint habe. Und da hat scheinbar gleich noch einen mit erwischt. Vielleicht habe ich ja dann jetzt hier Ruhe. So wie das hier aussieht, befürchte ich, dass die Metroids permanent nachkommen. Hier schon mal eine Tür. Ist das ein Aquarium? Kann ich das kennen? Ne, aber da hinten ist noch ein Metroid, habe ich schon gesehen. Okay, Missile Depot, oder? Jo, Raketenvorrat vollständig wiederhergestellt. Zählt dazu eigentlich auch die Powerbomben? Nee, leider nicht. Das wäre sehr praktisch hier. Ich kann ja mal versuchen, den dort zu besiegen, weil der mir definitiv im Weg sein wird. Das klingt auch so nass, wenn wir hier laufen, oder? Bilde ich mir das nur ein? Oh, wo kommt der denn her? Naja, sind die beiden weg. Ich glaube, Powerbomben braucht man eh nicht im Endkampf, deshalb bin ich darüber wenig traurig. Über mein Leben, das ich jetzt einbüße, bin ich schon eher traurig. Ich hoffe, der Gang geht hier auch nicht mehr allzu lang. Der Reim war keine Absicht. Na, dort ist scheinbar vorne eine Tür.
auch die einzige, die es hier noch im Phasenkern gibt. Okay, hier sind Spider-Ball-Schienen. Sonst sehe ich erstmal nichts. Okay, da ist hoch. Ich frage mich, was das hier ist, weil das ist ja wieder alles hier sehr mechanisch. Das sieht aus wie irgendwie ein abgestürztes Schiff. Warum ein Schiff? Und ich schätze, wir haben unseren Endkampfraum erreicht. Und der Endgegner scheint vor uns zu fliehen. Na dann hinterher. Ich denke mal, ab hier gibt es kein Zurück mehr. Und wir stehen dem finalen Endgegner Metroid Prime gegenüber. Metroid Prime, hochentwickelte, phasenproduzierende Lebensform. Diese evolutionäre Fehlentwicklung, die als Metroid Prime bezeichnet wird, ist der Ursprung des Phasens. Er verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Kraft. Doch eine genetisch bedingte Schwäche macht ihn kurzzeitig anfällig gegenüber manchen Waffentechniken. Lediglich sein Kopf ist wirklich verwundbar. Anders gezielte Angriffe sind aussichtslos. Für die Offensive stehen Metroid Prime zahlreiche natürliche und mechanische Waffenarten zur Verfügung. Dazu gehören eine tieftemperierte Atemattacke, Raketenformation, Klammerstrahlen und Projektoren für Partikelwellen. Seine ungeheure Ausdauer und sein stacheliger Panzer machen ihn im Nahkampf zu einem tödlichen Gegner. Maximaler Waffeneinsatz wird empfohlen, wenn dieser Gegner bekämpft werden soll. Und man sieht's ja schon. Das war jetzt irgendein Atem. Aber er leuchtet gelb. Das deutet darauf hin, dass wir den Power-Up-Beam benutzen sollen. Und ich werde auch grundlegend auf Charge-Kombos setzen, wenn ich die Möglichkeit habe. Autsch. Das ist bloß halt eben immer schwer, weil ja nur sein Kopf wirklich verwundbar ist. Aber ihr seht, wie wenig Schaden wir mit Charge-Kombos schon machen. Ah, und das ist ja lila. Also vermutlich der Wave-Beam. Ich will ihm mal nicht zu nahe kommen. Wahrscheinlich sollten wir versuchen, wenn er uns in ihn zu nahe kommt. Oh ja, der Wave Buster ist gut. Und jetzt wechselt er wieder die Farbe, oder? Ah ne, wir haben scheinbar schon die Phase. Okay, eine Ebene tiefer, dabei haben wir ihm noch gar nicht so viel Schaden gemacht. Der Wavebuster zieht ihm natürlich wahnsinnig viel Leben ab, aber zieht uns auch wahnsinnig viel Missiles ab. Lass mal gucken, was jetzt passiert. Oh, er macht eine Ram-Attacke, dafür sind nämlich die Rillen hier. Wir haben Morphball schnell reingeduckt. Aber er ist immer noch. Ah ne, jetzt wechselt er zum Eisbeam. Auch kein Problem. Los, hier jetzt für den. Wir haben ihn eingefroren, das war nicht schlecht. Ah, verstecken. Der war knapp. Wechselt er jetzt nochmal seine Farbe? Ja, wieder zum Powerbeam zurück. Ah, Treffer. Au, oh, den habe ich nicht kommen sehen. Super Missile. Und unsere letzten Missile-Vorräte gehen drauf für einen Super Missile, den auch trifft. Sammt er uns jetzt? Ne, er gräbt sich weiter nach unten. Nichts wie hinterher, Simmers. Hemming ist die Hälfte seines Lebens. Ah, das sind diese Klammern, oder? Ich probiere mal mit einer Powerbombe zu entkommen. Weiß nicht, ob ihm das Schaden gemacht hat, aber er ist wieder Eisbeam. Oder immer noch. Ah, das sind jetzt hier die Raketenformationen. Ach, die sind ja so langsam. Ah, die kann ich zerstören. Und die geben mir Leben und Missiles. Na, das nehme ich doch gerne an. Er rammt wieder, Nee. Und wieder die Kugeln. Und mit dem Eisbeam sind die schwer zu erwischen. Obwohl es geht dadurch, dass die so langsam. Ich bin eingefroren, Jetzt komme ich hier raus. Ah, das hat natürlich gut Schaden jetzt hier gemacht. Gelungen. Ah, ne, ja.
mit Hilfe einer Bombe aufbrechen. Komm schon. Oh, der Geiststrahl ist aber echt fies. Jetzt macht er aber definitiv einen Hammer-Attack immer noch nicht. Ich rechne die ganze Zeit mit einer Hammer-Attack, aber die kommt partout einfach nicht. Dann macht er die hier in der Phase gar nicht. Ich glaube, immer noch mit dem Ice-Spreader. Jo, der war gut. Da leidet er auch immer richtig. Jetzt kommt eine Ramattacke auf. Die ich erst viel zu spät erkannt habe. Oh, und der wechselt zum Plasma-Beam. Na dann probieren wir doch mit dem Flammenwerfer. Wurzel! 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 Das war's jetzt erstmal mit. Ah, guck mal, die Feuerdinger, die sind auch fixer. Also schon mal passen die sich auch dem Waffensystem an. Auch sein Strahl hat immer die gleichen Eigenschaften wie er selber. Also Ragebeam ist Elektro, Eis haben wir schon gesehen, friert uns ein. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Ist auch das, was die kleinen Ragebeam-Dinger sind ja fies. Ich glaube, ich habe irgendwas dabei getroffen, oder? Ah, das ist eine Ramattacke? Nee. Das sind wieder die Ragebeam-Kettendinger. Jetzt kommt Ramattacke, weg hier. Oder immer noch nicht? Die hat mich getroffen, das ist gar nicht gut. Ich versuche mal die Kleinen hier zu zerstören. Jetzt kam aber die Ramattacke. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, ich glaube eher nicht. Und die Kugel hier erstmal wegmachen. Ah, Powerbeam wieder. Und wir haben wieder Missiles. Ah, das sind jetzt die Raketen, glaube ich, gewesen. Ich meine aber nicht ganz so viel Schaden, ich kann schwer einschätzen. Ja, der hat ihm wehgetan. Und er vergräbt sich ein weiteres Mal. Ich habe jetzt komplett keinen Überblick, wie viel Leben er noch hat. Ob das jetzt schon der finale Punkt ist? Ja, es sieht fast so aus. Na komm, treff schon. Ist das eine Ramattacke? Ne, das sind wieder die Kugeln. Die Kugeln und die Ramattacke sind echt schwer auseinanderzuhalten. Das waren die Raketen. Komm schon, geh kaputt. Das ist auch ein Samus. Der Kugeln kaputt machen. Ich glaube, da ist echt besser mit den Kleinen zu arbeiten. Also mit den kleinen Schüssen. Aha. Der Strahl nervt echt von ihm. Ah, jetzt kommt eine Ramattacke. Weg da, weg da. Nee, schon wieder nicht? Hä? Aber er hat seinen Powerbeam gewechselt. Und mir sehr gelingen, weil die Super Missiles schön wenig Missiles fressen. Zack. In your face. Leidest du so? Wechselst du wieder? Nein, er rammt. Ich glaube, das kann man am besten erkennen, weil dann die Farbe bei ihm ausgeht. Und jetzt nochmal ein letztes Mal Wavebuster. Und aufgebraucht die Missiles wieder. Ah, oh, schon wieder. Ah, der Strahl nervt echt von ihm. Ah, wir kriegen dafür wieder ordentlich Missiles. 20 Stück, ich überlege, ob ich nochmal den Wavebuster. Ne, ich glaube lieber nicht. Der frisst mir echt zu viel. Was kommt mir da immer entgegen? Oder ist das der, das ist der, Wave, eben der reflektiert wird, mein eigener. Okay, er leidet. Ah, jetzt macht er Ramattack, oder? Oh, aber zu spät gesehen. Und er hat wieder zum Powerbeam gewechselt. Putsch. Super Missile. Ach nein. Die ging daneben. Wenn er da so seinen Strahl macht, erwische ich ihn nie. S-Beam wieder. Dann benutze ich die letzten 10. Ah, ich bin schon wieder eingefroren, Mist. Oh, das Einfrieren nervt echt. Oh, er trifft mich damit aber auch jedes Mal. Was ist das denn? Nehme ich jetzt nochmal den Ice-Spreader. Hä, wovon wurde ich denn jetzt eingefroren? Hä? Was hat mich eingefroren auf einmal? Okay, wieder Powerbeam. Ah, das ist hier wieder das Greifding.
Scheinbar bin ich ihm ganz gut entkommen durch die Rinne dort. Ah ne, Wraith Beam. Ah, er wechselt aber auch echt fix jetzt. Gegen Ende des Kampfes. Ah, er rammt. Immer wenn er so leidet, rammt er. Okay, gut ausgewichen. Ah, wieder Power Beam. Und er schickt wieder Kugeln los. Raketen. Ah, das lebt er noch. Und noch mehr Kugeln. Er schießt sie mal ab, es kann nicht schaden. Und wir kriegen ja dafür wieder Missiles gut. Missiles sind im Kampf gegen ihn sehr, sehr nützlich. Ich finde, die Charge-Kombis machen echt gut bei ihm Schaden. Das könnte es gewesen sein, finales Super-Missile. Ne, noch nicht. Oder? Haben wir es? Okay, wir können selber hinterherlaufen. Gibt es hier noch irgendwie Leben, was wir sammeln können? Ist noch ein Missile? Ich befürchte, das war's. Was erwartet uns jetzt? Die zweite Stufe des Endkampfs erwartet uns. Ein neuer Eintrag. Metroid Prime, das Herz von Metroid Prime. Scans lassen vermuten, dass die Energiesignatur des Phasens, wie sie in Metroid Prime vorkommt, gegenüber jeglicher herkömmlicher Waffentechnik unempfindlich ist. Lediglich eine phasenbetriebene Armkanone könnte sie beschädigen. Metroid Prime sondert während seiner Attacken Phasen ab. Diese Larven lassen sich nutzen, um das Phasen-Waffensystem des Abzugs zu regenerieren. Außerdem kann Metroid Prime selbst Metroids hervorbringen, die ihn im Kampf unterstützen. Während dieses Vorgangs ist er mit bloßem Auge nicht erkennbar. Verrät uns aber auch schon, wie wir ihn besiegen können. Erstmal, indem wir uns nicht treffen lassen. Aber Waffen sind komplett nutzlos gegen ihn. Er wird jetzt peu à peu, genau hier, eine Lache absondern. Dabei in das Sichtfeld eines bestimmten Wizards wechseln. Genau hier. Und wenn wir in der Pfütze stehen, sind wir im Hypermodus und können. Ja, wo ist denn die Pfütze? Stehen doch drin. Wenn wir in den Hypermodus wechseln und den mächtigen. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Hyperbeam, glaube ich, verwenden. Ist jetzt hier im X-Ray Vision Modus recht unspektakulär. Im Thermal Vision Modus und. Auch im normalen Vision-Modus sieht es nachher umso besser aus. Jetzt kommt die nächste Lache. Und er wechselt wieder das Spektrum. Jetzt ist er nämlich hier im Infrarotbereich zu sehen. Und wir erwischen ihn voll. Das hat ihm gut Schaden gemacht. Aber wir müssen halt ihm den Vision beibehalten, um ihn auch im Auge zu halten, ob er einen Angriff macht. Er hat zwar nur diesen einen Angriff, aber der macht trotzdem gut Schaden und das muss ja nicht sein. Und jetzt die nächste Lache. Nein, der nächste Angriff. Da kommt die nächste Lache. Und er schafft dabei Metroids, die können wir aber auch getrost ignorieren. Bei dem Hypermodus. Erstmal gucken, wo er hin ist. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Ist er. Nee, hä? Ah doch, im normalen Spektrum ist er sichtbar und ihr seht, der Hypermodus sieht echt cool aus. Das macht ihm auch ziemlich gut Schaden. Ansonsten ist der Kampf natürlich, bleibt dabei. Ist aber auch ganz kurzlebig, glaube ich. Wir haben ihm ja schon die Hälfte des Lebens abgezogen, also 6 Lachen brauchen wir insgesamt. Mal schauen, in welchen Rhythmus er wechselt. Die Attacke ist ja auch nicht bedrohlich, außer wenn wir ihn halt im Dosten Augen verlieren. Kommt die nächste Larve. Ich tippe mal auf X-Ray. Ja, da haben wir ihn. Er kriegt die volle Breitseite ab. Wir behalten ihn im Auge. Ich benutze nur mal den Charge-Beam, um hier das Leben einzusammeln. Auch im X-Ray sieht die Welle auch cool aus.
Machst du Lache oder Welle? Komm, mach eine Lache, Kleiner. Nein, das war eine Welle. Na komm. Mach schon, ja, ich glaube, jetzt macht er. Nein, es ist nochmal eine Welle. Komm schon, hab dich nicht so. Du willst so Unterstützung haben. Da kommt gleich noch eine hinterher. Noch eine? Oder? Nee, jetzt kommt eine Lache. Ich tippe mal auf Thermal Vision. Das mit den kleinen Pferd und da ist sie. Volle Breitseite im Hypermodus. Wieder ein bisschen Leben sammeln. Das kann ich irgendwo hin verschießen, das macht ja nichts. Ich frage mich echt, ob er jetzt zyklisch durchwechselt, also ob dann jetzt das nächste im sichtbaren Spektrum wieder ist. Wäre cool für den Abschluss auf jeden Fall. Aber mittlerweile solltest du wissen, dass du keine Chance gegen mich hast. Gib einfach auf, deine vorherige Form war echt beeindruckender. Du siehst zwar cooler aus, nicht mehr ganz so spinnenartig, aber... Ich weiß auch nicht, was Nintendo in letzter Zeit mit spinnenförmigen Endgegnern hat. Es waren ja schon die Wächter sehr spinnenartig in Breath of the Wild. Ich fand das auch hier Metroid Prime in seiner ersten Form sah sehr, sehr nach Spinne aus. Ah, eine Runde brauchen wir noch. Bin ich überrascht bei. Ihr seht, alle normalen Beams prallen einfach an ihm ab. Und die Musik wird schneller, seine Wellen kommen schneller. Wir nähern uns wirklich dem großen Finale gerade. Komm schon. Nein, nicht noch eine Welle. Mach eine Lache. Ja. Ich tippe auf X-Ray. Erstmal die kleinen Metroids und da ist er. Komm, das ist doch das Finale, oder? Ja, Metroid Prime ist besiegt. Damit ist dieses Spiel auch geschafft. Einsturz steht unmittelbar vor. Sofort evakuieren. Chozo's faith in Samus has been well rewarded, and now a new star shines in the universe. The bounty hunter, Samus Aran. What future and fate await her?
So, damit habt ihr die drei mehr oder minder verschiedenen Enden von Metroid Prime gesehen. Ich weiß, die, die ich das Spiel nicht kennen, werden aufschreiten, dass ich zweimal das gleiche Ende jetzt gezeigt habe. Stimmt auch schon, dass es zweimal bis jetzt das gleiche ist. Aber ich habe es so reingeschnitten, einfach der Vollständigkeit halber, dass ihr auch seht, dass es bis zu dem Zeitpunkt jetzt wirklich identisch ist. Für 100% gibt es nämlich jetzt nach den Credits noch eine Szene. Ihr könnt euch drauf freuen, ich werde die da nicht kommentieren. Ich werde jetzt kurz ein bisschen was erzählen, noch kennt ihr ja. Jo, erstmal zu dem Spiel selber. Es ist natürlich ein Hammerspiel, wenn ihr euch überlegt, das sind Gamecube-Zeiten. Wir sind mittlerweile bei der Switch angelangt, das sind drei Generationen Unterschied und es sieht Hammer aus. Es ist innovativ und es ist wirklich genial umgesetzt, Metroid-Formel. Viele Leute haben dem das ja nicht zugetraut. Retro-Studios logischerweise, dass sie das wirklich schaffen, diese Metroid-Formel aufzugreifen. Und es ist auch ein anderes Gefühl, kann man nicht sagen. Aber grundlegend ist das Spielprinzip das gleiche. Und ganz ehrlich, ich nenne mir eine Reihe, wo die 2D- und die 3D-Teile sich nicht verschieden anfühlen. Bei den Mario-Spielen ist es extrem, also mit Odyssey wurde extra geworben mit den Sandbox-Teilen, wie 64 und Sunshine. Bei Legend of Zelda fange ich lieber gar nicht erst an zu darüber diskutieren, da gibt es eine riesige Debatte wegen 2D und 3D. Und deshalb denke ich, das ist komplett in Ordnung. Und das Spiel ist gut, man ist zum Erkunden eingeladen, ihr habt es ja gemerkt. Ich hatte gar keine Lust, ihm zu folgen, ich wollte ihm anschauen, was kann ich machen, welche Ecke kann ich noch entdecken. Und ja, es hat alle Stärken eines Metroids und auch teilweise die Schwächen, sowas wie die Laufwege, das Backtracking, aber es gehört auch ein bisschen Feeling dazu. Man fühlt sich auch wunderbar einsam und zum Erkunden auf diesem Planeten. Etwas, was ich in den späteren Teilen vielleicht noch ein bisschen bedauere, dass es nicht so sein wird, aber dazu kommen wir dann in den anderen Let's Plays. Ihr habt es gesehen, diesmal geht es nicht um die Zeit, sondern um die Anzahl an Items, die man gefunden hat, oder den Prozentsatz. Und das ist natürlich deutlich entspannter, weil dann kann ich erstmal das eine Ende aufnehmen, sammeln mit einem Part, andere Ende aufnehmen, nochmal ein Part sammeln und dann Abschluss machen. Aber ihr habt es auch in den Ständen gesehen, ich habe jetzt vom ersten Mal spielen den Entwurf genommen. Metroid Prime als Gegner ist lustig, ist innovativ, dass man eben doch die verschiedensten Beams benutzen muss, aber bei den zweiten und dritten Malen war ich so overpowered mit den ganzen Missiles in der Hand. Und ich kannte halt eben auch schon die Taktik. Okay, ich kannte sie auch jetzt schon beim ersten Mal durchspielen, aber eben nicht mehr so frisch im Kopf und es war ziemlich simpel und ganz ehrlich, für euch ist das so langweilig und dann seht ihr auch lieber ein bisschen, wie ich zu kämpfen habe, anstatt einfach nur durchzumarschieren. Allgemein zum Spiel. Es macht Riesenlaune, es fasst das Metroid-Feeling fantastisch zusammen. Es kommt meiner Meinung nach aber nicht ganz an Super Metroid an. Super Metroid ist einmalig ein Klassiker. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie lange die Credits gehen, gebe ich kurz meine Endwertung. Nämlich 95% für Nintendo. Also es kommen nah an Super Metroid ran, aber nicht ganz. Da sehen wir den Abschlussbildschirm. Wir haben den Hypermodus freigeschaltet. Insgesamt 12 Stunden und 12 Minuten. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge Offscreen noch immer gesammelt, gejagt. Spricht aber auch für sich, dass man so viel Zeit reinstecken kann und trotzdem Spaß hat. Ja, es hat super Laune gemacht. Die Musik ist klasse, die Level sind designt. Ein bisschen zu linear für meinen Geschmack und ein bisschen, ich glaube, es gibt gefühlt weniger Räume als in sowas wie Super Metroid. Vielleicht das aber auch so ein bisschen der schlechtere Gesamteindruck. Aber trotz alledem, ganz echt Leute, ein Hammerspiel für die, die es noch nicht haben. Absolute Kaufempfehlung. Ich würde immer zur Trilogie tendieren, einfach mit der Bewegungssteuerung ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Da ist die Wii für geschaffen, finde ich, meiner Meinung nach. Gamecube habe ich leider nie gespielt, stelle ich mir aber ähnlich gut vor. Was gibt es sonst noch ansonsten sozusagen? Bossgegner sind auch cool gemacht. Aber die Gefahr mir nicht ganz so gut gefallen. Das ist allgemein bei Metroid-Spielen immer so ein Knackpunkt bei mir. Ich glaube, da kann echt Echos, also mit Metroid Prime 2 mithalten. Da sind die Bosse nämlich explizit gut gelungen. Dementsprechend zu dem Teil habe ich gemischte Gefühle, aber da hast du dann ein Let's Play davon. Ansonsten für Samus erstes Abenteuer in 3D, Hammerleistung, wirklich fantastisches Spiel. Upgrades sind genial, sind halt eben die klassischen und ein paar neue. Die Charge-Combos machen Laune. Und das Erkunden, das letzte Mal Erkunden, und das ist der Knackpunkt bei einem guten Metroid-Spiel. Und das hat es bei mir definitiv
erreichen. Ich denke bei anderen Leuten auch. Und deshalb ja, an Super Metroid ran. Auch im Vergleich dazu, vom letzten Jahr, definitiv, oder vorletztem Jahr, wer weiß, wenn ich sie hochlade, definitiv besser als Breath of the Wild und dementsprechend verdiente 95% für ein klasse Metroid-Spiel. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Teil der Trilogie Metroid Prime 2 Echoes wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!